Aber das war echt das knappeste Match. Den Giant da zum Schluss war einfach ein bisschen zu riskant. Der ganze Push von ihm war gefährlich. Alright, 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 Leute. Willkommen zurück zu Tribal Mania, dem besten Clash Royale-Klon, den es gibt. Mit einfach den geilsten Kartenideen, die alle 1:1 kopiert wurden. Aber ich habe Spaß darin, einfach weil das so absurd ist, meine ich mal, dieses Garten zu sehen. Oh, wir kriegen einen Bombenturm. Ja, 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 ja. Was meint ihr, was er wohl schreit, wenn er eine Bombe wirft? Und wir kriegen noch einen Bomber, nice. Aber am meisten freue ich mich auf diese Magical Chest, die ich ja bekommen habe im letzten Video. Ne? Wir machen erstmal das Ding auf, gucken in unseren Clan rein. Ist super inaktiv. Kann ich den Leuten nicht veröbeln. Ich meine, was soll man sonst hier machen? Ne? Das Spiel ist halt so ein absolutes Nebenprodukt, was die Leute vielleicht ab und zu mal spielen. Ich würde sagen, wir pushen einfach weiter. Wir pushen die Arena weiter. Ich bin bald Arena 3. Arena 3, ich brauche noch was. Ich glaube, ab 7... Nee, ab 6... Doch, ab 700. Ne, verdammt, ich brauche noch verdammt viele Trophäen. Aber egal, wir spielen gegen EA Hunter von Kokut. Kokut oder Karkut. Und ich Prinzip setze ich eigentlich mal gerne als erster aus. Ist das das Kobold-Fass? Es ist das Kobold-Fass. Wie geil ist das denn? Oh, das Ding war super. Warum ist der Mini-Packer nicht geaggrot? Warum hat er nicht geaggrot nach auf die Bappen? Okay. Das Spiel... Boah, der hat richtig reingehauen. Das wird vielleicht das erste Match sein, was ich verliere, weil das Kobold-Fass war gerade total für den Arsch. Der Mini-Packer war für den Arsch, Ottomane für den Arsch, alles für den Arsch. Hose Arsch, Kopf Arsch, Arsch Arsch. So. Der Bomber braucht total ewig. Da ist der Bombenturm. Nice. Komm, Bomber, Bomber. Ah, der lebt noch. So. Alright, alright. Oh, Kobold was. Yes, Bomber, nice. Bomber ist immer nice. Auch in den Klonspielen ist Bomber immer eine nice Karte. Und ich glaube, ich habe den Turm. Von wegen, ich verliere das Match. Pa. Pa. Easy. Easy. Ich gehe gleich auf 3 Kronen. Greedy ist needy. So. Hat er schon aufgegeben? Nee, der hat nicht aufgegeben. Aber jetzt hat er aufgegeben. Von wegen, ich verliere dieses Match. Ein einziger Konterpush, alles weggenockt. Okay, finde ich gut. Bin ich zufrieden mit. Kriegen unsere Kajak-Chest bald. Oder Okal, oh, ist das Okal? Hat mir immer noch keiner geschrieben, wie man das wirklich ausspricht. Lass uns die Magical aufmachen, oder? Kriegen 720 Gold. Kriegen einmal den Ottoman. Und wir kriegen auch dreimal den Giant. Nice, Level up, Level 3. Finde ich gut. Zweimal Blitz, wir kriegen jetzt schon die Epische. Ob das eine Legendary wird, weiß ich nicht. Wer ist das? Wer ist das? Söldner. Übersetzt heißt das Söldner. Aber wer könnte das sein? Was meint ihr, Leute? Eine gewöhnliche Karte? Söldner? Schwer zu sagen. Oh, Grabstein. Das ist Skorpionkorb. Das ist wie Grabstein in Clash Royale. Deswegen sage ich ja, die Kartenideen hier sind einfach nur geil. Man sucht immer so die Parallele zu Clash Royale, welche Karte die übernommen haben und was die Funktion von denen ist. Und die nächste Karte ist... Fünfmal Bombenturm. Die Sortierung ist voll für den Arsch. Die epischen kamen in der Mitte. Aber egal. So, was könnte der sein? Warte, wo ist er? Wo ist er? Da. Der Söldner. Okay, was ist... Barbaren. Natürlich. Das sind die Barbaren, Leute. 5 Elixier, 4 Stück kommen raus. Und ja, passt, passt. Das sind die Barbaren. Das ist so cool. Ja, okay, aber die sind schon ziemlich ähnlich zum Barbaren. Wir machen einmal Riese Level Up. Oh, ich bin Level 4. Oder weil... Seit wann bin ich Level 4? Irgendwann bin ich Level 4 geworden und hab's nicht gemerkt, sehe ich gerade. Okay. Okay, wir rutschen einfach. Nächstes Match. Ah, Level 4. Neuer Riese. Neues Glück. Sollte doch einfacher sein. Wir spielen gegen Mohammed. Nein, eigentlich nicht. Der heißt irgendwie Ahmed. Ah, wir nennen ihn Ahmed aus dem Clan Mohammed. Das ist super. Da sind die Fledermäuse. First time. Erstes Mal Gameplay, Leute. Okay. Zack. Alright, alright, alright. Der hat richtig hart reingepusht. Und jetzt sieh zu, dass du das abgewendet bekommst. Wir setzen die Pfeile aus. Zack. Und jetzt hast du nix. Jetzt hast du nix. Bloms, Bloms, der Turm gehört mir. Da ist gerade was Grünes aufgetaucht. Oh, da sind die Fledermäuse. Oh, come on. Okay, beziehungsweise Minions. Das sind ja eigentlich Minions. Ey, das Aggro-Verhalten von den Viechern hier ist vollkommen irgendwie kacke. Ich weiß es nicht. Ich glaube, in Clash Royale hätte das auf jeden Fall gereicht, dass da einer weggezogen wird. Und da ist ein Otto. Ein Ette. Flops, ein Pfeil. Und Feuerball, come on. Treff den Otto. Treff den Otto. Er trifft den Otto nicht. Er trifft den Otto nicht.
Alright, okay, aber meine Defense ist irgendwie kacke. Ich lasse immer wieder zu, dass irgendjemand Schaden verursacht. Feuerball war ein bisschen zu langsam. Ja, so ein bisschen ist das Timing doch hier anders. Das muss man echt beachten. Feuerball fliegt langsamer. Auch die Range ist ein bisschen kacke von dem. So, Giant Knife, Knife, Knife. Passt. Nicht dran, nicht dran. So, die Minions machen leider meine Skelly Family kaputt. Und das wird schwierig. Das wird ehrlich gesagt schwierig. Ich muss irgendwie... okay. Wann kommt die doppelte Elixierphase? Ich bin hier trocken. Ich bin trocken. Warum auch immer hat der Musketiere erst auf den Ottoman geschossen, anstatt auf den... Seht ihr, das meine ich. Das meine ich. Ich bin hier volle Kanne am Defenden, ey. Alright, alright. Ich verstehe ja schon. Ich verstehe ja schon. Du willst diesen Turm haben. Wahrscheinlich wirst du diesen Turm auch haben. Yes! Ey, was setzt ihr für Karten aus? Da kommt einer nach der anderen. Lass mich doch mal endlich mal Barbaren ausspielen. Barbaren, ich meine Riese. Jesus, lass den Turm. Und der eine reicht aus. Okay, ich kann endlich pushen. Ich kann endlich pushen. So, hier schluckt die Skelly Army. Spuck die... Kann sein, dass der Giant ein bisschen too much war. Hier geht volle Kanne auf 3 Kronen. Ist das mein erster Loss? Okay, oder noch nicht. Ich muss links pushen. Oh Gott, das habe ich fast echt verkalkuliert. Das war knapp. Das war knapp, Alter. Der zweite Giant war vollkommen über... einfach too much. Das war too much. Ey, hör mal auf. Ich habe das Spiel gerade gewonnen. Ich habe das Spiel gerade gewonnen. Hör mal auf, Spiel. Come on. Gib mir dein Match, gib mir das Match, gib mir die Truhe. Gib. Come on, gib schon. Also es reagiert noch, aber ich krieg meine Truhe nicht, ich krieg gar nichts. Aber es hat gezählt. Wir haben eine Silbertruhe erhalten und unser Kajar-Chest ist voll geworden. Finde ich gut. Oh, aber das war echt das knappeste Match. Den Giant da zum Schluss war einfach ein bisschen zu riskant. Der ganze Push von ihm war gefährlich. Ja, war risky. Aber ich habe immer noch kein einziges Mal verloren. Ist doch gut. Ist doch gut, oder? Und wir springen einfach ins nächste Match ein. Ah, ich mag das Spiel. Oh, dritte Arena. Nice, der hat schon wieder über 100 Trophäen mehr als ich. Knapp, circa, weiß nicht genau. Sieht noch circa aus. Oh, der Prinz, verdammt. Und der setzt gleich einen Loon. Stark. Starke Combo. Der Turm ist down. Der Turm ist down. Der Loon wird es kaputt machen. Die Musketierin links kann zwar ein bisschen Damage machen, aber nicht viel. Oh, verdammt, okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, das ist... Die Skelettarmee ist egal. Ist echt egal. Das sind halt zwei Türme, da wird ein bisschen Damage machen, aber nichts, worüber ich mir Sorgen mache. So. Zack. Okay, war vielleicht auch ganz schön viel Damage, ne? Und Bomber... kriegt den Turm nicht down. Egal, aber ich muss jetzt aufpassen, dass der Ballon da nicht drankommt. Nicht auf die linke Seite. Wie? Ah, seht ihr? Seht ihr? So, wo ist der Prinz? Ich weiß, dass der Prinz kommt. Alright. Gerade mal so. Gerade mal so. Ohne Shit. Okay. Noch mehr Skellies. Alright, wir können jetzt rechts pushen. Ich muss auf seinen Prinzen aufpassen. Aber auf jeden Fall habe ich eine gute Masse. Ich muss nur den Turm links nicht vergessen. Den darf ich auf keinen Fall vergessen. So. Zack, okay. Das ist ein guter Feuerball. Value. Value, value, value. Alright. Ich muss aufpassen, dass er keinen schnellen Loon ausspielt, damit er meinen ganzen Push dann irgendwie aus seinem Konzept bringt. Das ist im Prinzip meine größte Gefahr hier. Die einzige Gefahr. Ich will ja nicht hier schon mein erstes Match verlieren, ne? Na, das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Schlimme die schlimm. Am schlimmsten, Leute. Am schlimmsten, sage ich euch. Da ist er. Come on, macht kaputt. Alright. Seht ihr? Es läuft. Es läuft. Muss nur diesen Turm verteidigen wie sonst was.
Und links die Kobolde. Ist okay. Und da kommt ein Giant. Giant, ich besetze einfach hier nochmal aus. Damit der Loon einfach keinen einzigen Platz hat, hier Früchte zu tragen. Ich mag Früchte. Ich mag Früchte. Ah ja. Was mache ich mir überhaupt so einen Stress, Leute? Es funktioniert. Es funktioniert. Krieg satte 42 Trophäen für einen einzigen Win. Nices Ding. Gleich noch 3 Kronen dazu. Und bin selbst bald in Arena 3. Noch ein bisschen. Aber die Trophäenabstände sind schon krass. 300 Trophäen. Das war sogar mehr als 300, ne? Das war von 300 auf 700 sind 400 Trophäen. Danach wird es weniger. 300 Trophäen nur. Aber ich will endlich mal die ersten Legendaries haben. Die kriege ich erst ab Arena 4. Okay. Dauert noch ein bisschen. Kriegen wir noch ein Match rein? Wir kriegen noch ein Match rein, oder? Aber vor allen Dingen will ich den Scharfrichter sehen. Den Scharfrichter. Scharfreiter, ne? Nicht Scharfrichter. Der reitet auf dem Schaf. Das ist geil. Das ist super geil. Der Hogrider, der auf dem Schaf reitet. Das ist so nice. Okay, er schenkt mir Elixier. Mein Lieblingsfehler. Oh, der Mini-Packer wird auch noch abgelenkt durch die Skelly Family. Finde ich gut. Oh, der Angry Bird. Der Angry Bird ist phänomenal geil. So. Was? Doch, ich passe schon. So, zack. Mach den Angry Bird kaputt. Der Giant macht sein Bestes, aber nicht Bestes genug. Ich hab keinen Zap. Okay, was sind das für... Ach, das sind die Barbaren. Verdammt. Das sind die Barbaren, Leute. Oh, die machen verdammt viel Schaden. Okay, verdammt. Ich brauche Karten. Ritter kommt. Come on. Oh, das dauert so ewig. Die längsten Sekunden in meinem Leben. Und warum wird meine Skelettarmee so zerpflückt? Alter, oh nee, doch nicht. Das sah aber gerade echt aus, als ob meine Skelettarmee auseinandergepflückt wurde wie sonst was. Puh, das war ein schwerer Push auf jeden. Schon wieder Angry Bird. Und da, das meine ich. Das Agro-Verhalten von den Einheiten stimmt voll nicht. Passt da vorne und hinten nicht. Alright. Muske ist dran. Oh, die Kanone. Gut, dass die auch in Tribal Mania outranged, ne? Das ist ja auch in Clash Royale so, dass die Musketieren die Kanone outranged. Und wir kriegen immer noch nicht genug Schaden, obwohl da immer was drankommt. So, erstmal müssen die hier weg. Der muss weg. Er ist gerade gut beschäftigt. Wir können damit die Zeit nutzen, das kaputt zu machen. So. Okay, auch das Match wird knapp. Es wird auf jeden Fall schwieriger. Merkt man. So, Bomber, es ist Zeit zu scheinen. Und zu erscheinen vor allen Dingen. Zack, sehr schön. Defense on point. Jetzt kommt irgendwo noch der Angry Bird raus. Wo ist der Angry Bird? Da ist der Angry Bird. Hat er keinen einzigen Zauber? Weißt du nicht, dass es essentiell ist, dass man immer Zauber hat in diesem Spiel? Egal welches Deck, Zauber muss sein. So. Man muss einfach an die Karten drankommen, wenn man nicht drankommt. Da kommt die Kanone. Und der Baby Angry Bird ist auf jeden Fall down. Ich find's voll verwirrend, dass ich rot bin. Das ist voll verwirrend, ohne Shit. Und da ist der Mini-Packer, das ist down. Das Match haben wir down. Okay. Also ich fange an zu schwitzen, muss ich schon sagen. Ich fange an zu schwitzen, aber bisher noch kein einziges Match verloren. Die Siegeserie geht vorwärts. Was habe ich jetzt? 10 Matches undefeated, Siegerserie. Seit ich das Spiel gestartet habe, wie viele Matches waren das? Kann man das irgendwo sehen? Kann man hier zählen, oder? Bestimmt, habe ich gerade keinen Bock drauf. Auf jeden Fall schon mehr als 10 Matches auf unbesiegbar. Yes! Tribal Mania, nice Spiel. Mir macht Spaß, auf jeden Fall. Lustige Ideen. Und wir haben zum ersten Mal das Koboldfass gesehen. Oder was auch immer das war. Ein Lehmfass oder ein Lehmstein. Irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall war der Kobold da. Das Ding war das. Ach, ein Sack. Ein Brawler-Sack war das. Schmeißt er einfach so einen Sack durch die Luft und da sind ein paar Brawler drin. Wie gesagt, diese Ideen machen das Spiel ja so witzig. Und deswegen spiele ich das halbwegs gerne. Nicht super aktiv. Ich nehme eigentlich im Prinzip immer auf, wenn ich was spiele. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Hinterlasst auch einen Daumen hoch, wenn ihr Spaß dabei hattet. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.